Habe ich hier aufgehört? Okay, ich habe hier scheinbar aufgehört. Liebe Leute, wir machen Wind Waker Shit. Und zwar würde ich sagen, warte, können wir uns schon die Pfeile holen? Bevor ich irgendwas anderes mache, wir versuchen uns die Pfeile zu holen. Und danach werden wir direkt eigentlich in die verwunschte Bastion gehen. Ich meine, das ist ein bisschen so unser Ziel. Deswegen würde ich dem doch sehr gerne nachgehen. Und ich bin auch ein großer Fan davon, dass wir diesmal in der Phase sind, wo das Spiel mal wieder ein bisschen vorangehen sollte im Vergleich zum letzten Stream. Das ist aber schrecklich, darüber reden wir nicht. Ich bin so ein Arschloch mit einem eigenen Scale Receiver im Zimmer. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bitte. Genießt die Aufmerksamkeit. Und jetzt werden wir mal Links kleine Freundin kennenlernen. Kind der Winde, wächst beachtlich, dass du diesen Ort hier finden konntest. Ich bin die Königin aller Feen, ich habe dich bereits erwartet. Ich sage euch, es ist zu früh für dich, mich zu treffen. Okay, Link. Du bist noch nicht bereit für die Liebe. Das ist okay, wir kommen später wieder. Kann ich jetzt gehen? Und kann ich eine Fee mitnehmen? Was auch immer. Ich möchte mal eine Sache in den Raum werfen, welche gerade ein bisschen an meiner Stimmung nagt. Es ist euch sicher aufgefallen. Oh nein. Oh nein, mir fällt gerade eine Sache ein, die an meiner Stimmung nagt. Erstmal, das stimmt nicht. Shit. Oh, ein geiler von Diego Dragon. Fahrräder aus Fleisch, Moggy. Fahrräder aus Fleisch. Vielen Dank für den geilen Euro. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Auf jeden Fall, was an meiner Stimmung nagt, Leute. Ich habe heute einen Döner gegessen. Das war mein Abendessen. Und wisst ihr, was sich herausgestellt hat? Es hat sich herausgestellt, dass der Döner scheiße war. Ich meine, ich bin mir jetzt im Nachhinein nicht mehr sicher, ob da außer der Tomate überhaupt noch Gemüse drin war. Zum einen. Und zum anderen. Ups, lass ich mal auf die Karte schauen. Das war im GameCube-Teil angenehm, dass man direkt auf die Karte gehen konnte. Genau, es war so wenig Gemüse da jetzt drin und auch so, dass ich unsicher war, ob überhaupt was drin war. Außer die eine traurige Tomate, welche ich da gesehen habe. Und es war eine sehr traurige Tomate. Ey, ihr habt die Verzweiflung in ihren Kernen gesehen, okay? Es war also so gesehen schon an der Front eine ziemlich trockene Angelegenheit. Und dann zusätzlich war das auch noch einer von den Dönern, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die haben ihr Fladenbrot einfach bei Rewe oder so gekauft. Und wisst ihr, was das Problem an denen ist? Die Fuckteile sind zu fett, als dass man da einfach Döner reinpacken könnte. Das heißt, es war nicht nur Brot, welches nicht mal sonderlich frisch war oder dergleichen. Ich glaube, das haben sie heute Morgen so eine Scheiße gekauft. Es war wirklich nicht gut. Und zwischen diesem Brot waren dann ein paar mittelmäßig gute Fleischhäppchen drin. Es war ein Trauerspiel. Im Vergleich zu der erheblichen Resubscription von Dante. Zahlen. Vielen Dank für lieblich 3 Monate. Ihr genießt den geilen See bei dem Morgen neben dir. Auf jeden Fall, das war mein Abendessen. Deswegen verzeiht mir. Wenn ich nicht der gut gelaunte Moggy bin, den ihr kennen und lieben gelernt habt. Aber bei irgendeiner Stelle, bei irgendeinem Punkt muss ich auch mal sagen, wir haben jetzt den Punkt erreicht, wo ich jetzt, ich kann irgendwann auch nicht mehr nett sein. Irgendwann muss ich auch mal an mich denken. Manchmal brauche ich auch ein bisschen Moggy-Zeit. So viel dazu. War kein guter Döner. Und, fuck, meine kulinarischen Geschichten von heute sind insgesamt sehr traurig. Ich habe nämlich auch, zu Mittagessen habe ich mir richtig was gegönnt und zwar hatte ich von Maggi, kam ja diese gebratene, wir reden heute nur darüber, was ich gegessen habe, wir sind gleich fertig. Ich habe ja von Maggi diese, keine Ahnung, kennt ihr diese Packungen, wo man so Nudelfalls drin hat, die man einfach in der Pfanne oder so machen kann. Und ich hatte irgendwie gebratene Nudeln mit gebratener Ente, ich habe keine Ahnung, irgendwie sowas. Und das habe ich gemacht und es war ziemlich mittelmäßig gut. Maggi, wichtige Frage, Schafskäse war das drin? Natürlich nicht. Schafkäse drin gewesen wäre, dann wäre ja wohl nicht so trocken gewesen. Maggi für Moggi, exakt. Aber ich bin auch ehrlich gesagt nicht der größte Fan von Schafskäse. Dementsprechend, das war schon okay so. Waren wir hier schon? Ich glaube, hier waren wir schon. Nur über das Essen reden, das ist ein Stream nach meinem Geschmack. Ey, weiß nicht. Das Essen, über das ich rede, wird nicht unbedingt nach deinem Geschmack sein. Das kann ich jetzt schon sagen. Es war nämlich echt nicht so gut. So, lass mal Social Eating machen. Also wieder ein Burger Opening wäre der Shit. Hey, ich hab da einen Plan. Und zwar, habe ich ja mal erzählt von dieser, dass bei mir, bei der Pizzeria, beziehungsweise beim Pizzalieferservice in meiner Gegend, da gibt es eine legendäre Meeresfrüchte-Pizza. 5000 Rubine! Wir sind reich, Boys. Wir sind reich. Alles cool. Das sehr gute Segel. Oh, wir haben das Segel immer noch nicht. Wir haben das Segel noch nicht. Warum haben wir das Segel noch nicht? Auf jeden Fall. Also,
Tut mir leid, ich war gerade in der mittleren Existenzkrise. Das passiert manchmal, wenn man Kinderspiele spielt. Auf jeden Fall wollte ich gerade irgendwas anderes sagen, das habe ich wieder vergessen. Shit! Zum anderen Thema. Und auch Mond TwitchCon hat ebenfalls die geilen 3 Monate voll. Auch an dich. Vielen, vielen lieben Dank für die liebliche Subscription. Shit, was soll ich gerade sagen? Wir sind reich, wir haben das. Ich hab's vergessen. Ja, wir geben uns auf jeden Fall rüber zur verwunschenen Bastion. Und ich denke, das ist das Einzige, was zählt. Apropos verwunschene Bastion, das ist ein Ort, wo wir da sind, wo ich dann tatsächlich mal wieder ein paar Worte über das Spiel verlieren kann. Mensch, das ist ja unerwartet, ich weiß. Und ich werde für das Säge jetzt garantiert nicht zu der beschissenen Auktion gehen. Denn das haben wir versucht. Wir haben es versucht, es ist nicht gut. Gut ausgegangen. Du hast gerade von deiner Meeresfrüchte-Pizza geredet. Ach ja, stimmt. Genau, bei mir bei Pizza-Lieferservice zu gehen, gibt es eine legendäre Meeresfrüchte-Pizza, auf welcher einfach mal alles drauf. Sie ist ein bisschen. Wenn man sie isst, dann ist es so, als würde man mit der Zunge über den Meeresboden fahren. Sie ist komplett, es ist so eine Meeresfrüchte-Pampe quasi. Das ist wie mehr Tomatensauce zu spüren. Und da sind so Dinge drauf, wie zum Beispiel Muscheln. In der Muschel! Du musst erst das Muschelfleisch aus der ganzen Muschel rauskratzen und dann Muschel klebt ja noch ein bisschen Käse. Da sind Krabben drin, die du erstmal aus ihrem Panzer befreien musst, bevor du es essen kannst. Ich sag's euch, wenn. Warum ist es hier so. Warte, Möwen? Möwen und es wird auf einmal dunkel. Das bedeutet, wir sollten hier irgendwo einen Oktopus haben. Das passt zu meiner Meeresfrüchte-Diskussion auf jeden Fall. Da kämpft man quasi ums Überleben beim Essen. Das ist, dafür wurden wir Menschen erschaffen, um uns mit derartigen, komplizierten Situationen zurechtzusetzen. Dafür haben wir Daumen entwickelt, um diese Pizza zu verspeisen, versteht ihr? Und das ist eine Sache, die ich irgendwann mal gerne machen würde. Und hier müsste doch irgendwo der Oktopus sein. Sehen wir doch nichts. Gott, das würde so viel schneller gehen, wenn ich das 7-Meilen-Segel hätte. Ich glaube, es wäre eine ziemlich dumme Idee, das 7-Meilen-Segel jetzt zu holen. Das wäre viel zu früh, zu viel Frustration. Es wäre ziemlich frustrierend. Shit, die Möwen sind nicht mehr da. Das Unwetter ist auch weg. Aber der müsste hier doch irgendwo sein. Das ist doch bescheuert. Möwen sind wieder da. Ich habe euch gehört. Keine Ahnung, eigentlich müsste hier irgendwo so ein Oktopus sein, aber scheinbar ist uns nicht vergönnt. Apropos nicht vergönnt. Was uns vergönnt ist, ist die Nachricht zu lesen. Max, du musst gegen die Baum rollen. Da musst du den berühren. Jan, mein Guter? Ich verstehe. Yeah. Ich wundere mich, ob irgendjemand von den Leuten, die solche Nachrichten schreiben, irgendwie in ihr Miiverse reingehen und sehen sie, Mogi hat meine Nachricht geliked und freuen sie sich. Ich hoffe, irgendjemand sieht das, kennt mich und freut sich darüber. Das wäre schön, dann könnte jemand den Tag versüßen, ohne dafür wirklich was gemacht zu haben. Und tief im Innersten auch damit, dass ich mich ein bisschen über ihn lustig gemacht habe. Aber das mache ich eher unterschwellig. Deswegen ist das eigentlich eine ganz coole Sache. Oh, bei solchen Nachrichten tun meine Augen weh. Das ist ganz natürlich. Was hältst du euch von der dritten Rick and Morty Staffel? Habe ich noch nicht gesehen. Ich warte nämlich immer lieber gern bei Serien und sowas, bis ein paar mehr Folgen da sind. Weil, ne, ich weiß nicht, für 20 Minuten dann einfach nur hinsetzen. Das ist mir zu wenig. Ich will ein paar Folgen am Stück immer sehen. Dementsprechend noch nicht gesehen. Wird aber wahrscheinlich ziemlich hart der Shit. Ich meine, die ersten 2 Staffeln waren ziemlich fantastisch. Wusstet ihr übrigens, um wieder ein paar Worte über das Spiel zu verlieren, was eine Sache ist, die ich wieder eine lange Zeit nicht wusste, man kann diese Kanonen kaputt schießen. Ich glaube, das ist sogar bei den Riffen, muss man das, glaube ich, sogar machen. Aber das ist eine Sache, die mir auch die längste Zeit über absolut nicht bewusst war. Ich meine, es sind ein bisschen Donkey Kong-Kanonen. Sieht ein bisschen aus, als wären sie fast. Das ist relativ seltsam. War mir die längste Zeit über nicht bewusst. Morgen ist gute Tag des Tages. Yeah! Gerne weiß ich über das Master-Schwert Bescheid. Oh, die Fragmentbrüche bei den Explosionen, das ist immer wieder ein Highlight. So, und jetzt sind wir zum zweiten Mal in der verwunschenen Bastion. Und kann ich dazu direkt mal ein paar Worte dazu verlieren? Und zwar erstens, shit, wir bekommen jetzt einen Zwischenbosskampf, oder? Was mir gerade auffällt. Ich bin kein Fan von dem zweiten Besuch in der verwunschenen Bastion. Und ich bin auch kein Fan davon, dass in Wind Waker bei den Bossen nie der Name dran steht. Warum haben sie das eigentlich nicht gemacht? Und Ocarina of Time stand bei jedem Boss immer der Name dran. Das hat ziemlich gut geholfen, damit man sie relativ deutlich erkennen konnte. Beziehungsweise ihren Namen direkt zuordnen. Aber in dem Spiel ist das scheinbar, muss nicht mehr sein. Und DJ Kuso hat subscribed. Vielen lieben Dank für die liebliche Subscription. Vielen Dank.
Das ist ein bisschen störend, wobei es bei ihm wahrscheinlich eh nicht dran stehen würde, weil er ein Zwischenboss ist. Und falls ihr das nicht kennt, falls ihr noch nie in eurem Leben irgendein Zelda-Teil gespielt habt, man kann die Kugeln von Phantom Ganon selbstverständlich mit dem geilen, mit der geilen Flasche abwehren. Ich weiß nicht genau, warum es geht, aber es ist ziemlich cool. Und jetzt mal, wenn es diesen Kampf gibt, da ist das auch eine Möglichkeit, von der man Gebrauch machen kann. Und ich liebe es. Zumindest in 3D-Zeldas. Mit 2D-Zeldas kriege ich mich gar nicht so aus. Weiß ich nicht. Gibt es in 2D-Zeldas außer Link to the Past und im ersten überhaupt Ganon als Bosskampf? Du halt mal die Schnauze, seid dich zurück! Yeah! Wie ein junger Gott, exakt! Exakt! Oh, der Lümmel lebt! Warte. Habe ich den jetzt nicht besiegt? Oh ja, die Tür geöffnet. Wundervoll. Und das ist ein relativ interessanter Auftritt. Beziehungsweise eine relativ nette Begrüßung hier in der verwutschten Bastion. Es ergibt, glaube ich, sogar relativ halbwegs Sinn, dass wir hier auf Phantom Ganon treffen. Ich meine, verwunschte Bastion ist der Ort, an dem sich hier in dem Spiel auch Ganondorf herumtreibt, anfänglich. Also was wahrscheinlich Sinn, dass er hier da unterwegs ist. Zu der Stahlhammer. Lass mich nicht lügen. Eins der coolsten, wahrscheinlich das coolste Item aus ganz Wind Waker. Der Stahlhammer ist unglaublich cool. Vor allem nach den enttäuschenden Hämmern dieser Link to the Past und... Oh Gott. Die Monster sind da! Nein! Vor allem nach den enttäuschenden Hämmern, die es aus dieser Link to the Past und Ocarina of Time gab, ist dieser Hammer... Fuck. Er ist der heiße Scheiß. Ich glaube auch... Haben sie danach jemals wieder so einen coolen Hammer hinbekommen? Nee, haben sie überhaupt danach jemals wieder einen Hammer versucht? Ich glaube, in Twilight Princess das Gegenstück zum Hammer war der Morgenstern, den sie gemacht haben. Welcher, wenn ich mal so drüber nachdenke, ein ziemlich gutes Gegenstück ist. Wisst ihr was mit dem Morgenstern? Mit dem Morgenstern kann ich leben. Den als Hammersatz zu haben, der ist fast genauso cool. Aber dieser fucking Hammer ist der heiße Scheiß. Vor allem, er ist übrigens auch eine traurige Sache. Bevor ich Ocarina of Time damals so weit gespielt hatte, dass ich da an den Hammer gekommen bin, hatte ich Wind Waker relativ durchgespielt. Er hat sich noch relativ durchgespielt. Ich hatte es durchgespielt. Auf jeden Fall kann ich da den Hammer von hier aus. Und hier ist auch unglaublich cool, was, denke ich, hauptsächlich daran liegt, dass er sich so ein Stück weit... dass er sich so ein Stück weit... Verbiegt er sich? Ja, doch, er verbiegt sich so ein bisschen, wenn ich immer ausholt. Und das fühlt sich so an, als ob da unglaublich viel Wucht dahinter wäre. Sie haben auch insgesamt das Timing von dem Hammer ziemlich gut hinbekommen, damit er sich unglaublich mächtig anfühlt. Und ja, er ist fantastisch. Man kann natürlich auch zur Seite schlagen. Er macht, glaube ich, auch... Er müsste auch mehr Schaden als mein Schwert machen. Generell sind die Hämmer in den Spielen sowieso da, damit sie quasi als Schwertersatz verwendet werden könnten. Für denjenigen, der das will. Ich glaube nicht, dass das jemand wirklich macht, aber... Die Möglichkeit wäre theoretisch da, auch wenn sie nicht übermäßig gut ist. Sie wäre da und hat die mir gerade Schaden gemacht, ohne mir Schaden zu machen. Das war seltsam. Auf jeden Fall. Ich hatte Wind Waker vor Ocarina of Time so weit gespielt. Das heißt, ich kannte dann auch schon den Hammer aus Wind Waker vor dem aus Ocarina of Time. Dann habe ich den aus Ocarina of Time gesehen und ich war sehr, sehr enttäuscht. Der ist super lame. Er ist echt nicht cool. Aber der aus Wind Waker. Wusstet ihr, dass ich den Hammer sehr gerne mag? Haben wir darüber schon geredet. Ja, geschehen. Und Dekoblatt. Also hab schon 45 Stärke, um den Hammer effektiv schwingen zu können. Nee, habe ich nicht, aber ich halte ihn zweihändig, deswegen brauche ich... Ich habe keine Ahnung, das ergibt mir 50% mehr Stärke dazu. Das ist übrigens wirklich eine Mechanik aus Dark Souls. Du tierst hier, Clay. Wenn du eine Waffe zweihändig hältst, dann hast du 50% mehr Stärke. Das heißt, wenn du zum Beispiel 66 Stärke hättest, sondern eine Waffe zweihändig hältst, ist es effektiv so, als hättest du 99 Stärke. Clay lernt Dark Souls, da kann ich hier ein paar Tipps mit auf den Weg geben. So, ansonsten verwunschte Bastion. Wisst ihr, was die Sache ist, welche sie meiner Meinung nach hier ziemlich verkackt haben bei dem erneuten Besuchen? Mal abgesehen davon, dass es hier absolut nichts zu tun gibt. Aufgeschrieben. Perfekt! Das ist ein, ich will ein schlaues Notizbuch von dir sehen, Clay. Ein sehr, sehr schlaues Notizbuch. Auf jeden Fall die Sache, die sie meiner Meinung nach ein bisschen verkackt haben beim zweiten Besuch in der verwunschten Bastion ist... Ich meine, es ist irgendwie ein Dungeon. Ich glaube, man kann sogar eine Dungeon-Karte bekommen. Auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite... möchte ich mal anmerken, dass mit der ganzen Kannst-du-mich-grüßen-Sache... Ich möchte anmerken, dass nur weil du Subscriber bist, heißt das nicht, dass du nicht getimeoutet wirst, okay? Um das mal direkt in den Raum zu werfen. Genau. Oh shit, und von der Price Gaming, der geile Subscription. Vielen, vielen lieben Dank. Nimm das nicht als Drohung wahr, was ich gerade gesagt habe. Ich wollte es so in den Raum werfen.
Er wollte so in den Raum werfen. Ja, was ich gerade sagen wollte. Genau, der zweite Besuch in der verrutschten Passion fühlt sich meiner Meinung nach... Shit, und wir haben noch einen Euro von... Wir kommen gleich zu uns. Ich kann den Satz gleich vollenden. Gerne auch von DJ Caruso. Könntest du mal Ape Escape 3 spielen? Keine Ahnung, ich habe es noch nie gespielt. Ich garantiere für nichts. Aber vielen Dank für den geilen Euro. Rechne eher nicht damit. Aber Ape Escape 3 gespielt. Auf jeden Fall. Der zweite Besuch in der verrutschten Passion ist meiner Meinung nach super lame, weil man super schnell zum Ende laufen kann. Und eigentlich sollte es, glaube ich, so das Gefühl erwecken, wenn man jetzt ein zweites Mal mit dem Schwert da ist, dass man super mächtig ist, weil wow... Weißt du noch, die Gegner, die dich einfach, ohne dass du gegen sie kämpfen konntest, gefallen genommen haben beim letzten Mal. Jetzt kannst du bekämpfen und sie haben keine Chance. Aber das Problem an der Sache ist, das wäre übrigens wieder dieser Superstecher, von dem ich mal erzählt habe, den Link manchmal macht. Das Problem an der Sache ist, die Gegner, die sich hier herumtreiben, die haben wir allesamt schon extrem oft zu diesem Zeitpunkt bekämpft. Das heißt, ja, es ist nicht sonderlich besonders, dass ich die bekämpfen kann. Die Tatsache, dass auch ansonsten keine Schlüssel oder... wirklich irgendwas hier mehr zu tun gibt, abgesehen davon gegen Phantom Gang zu kämpfen, ist super lame. Wobei ich natürlich fairerweise auch anmerken muss, der Bosskampf von hier, ist ein ziemlich cooler Bosskampf. Das muss ich ihm lassen. Aber der Rest, nicht der heißeste Scheiß. Die Wachtürme könnten beim zweiten Besuch besser befestigt sein. Könnten insgesamt viele... Hätte sie insgesamt mal ein bisschen was abändern können, aber das Einzige, was sie abgeändert haben, ist, dass es diese Fuckviecher jetzt gibt, die hinter ihm herlaufen. Oh, und ein paar von den Teilen. Es ist sehr faul. Wobei es natürlich auch wieder, na shit, da liegen könnte, dass Windwrecker sowieso größtend zu vielen Teilen davon geplagt ist, dass wirklich zu wenig Entwicklungszeit da war, was man an einigen Stellen merkt. Und ich denke, der zweite Besuch der verwunschenen Bastion, wenn ich gerade so drüber nachdenke, wo einfach nichts geändert wurde, so ziemlich. Ich denke, das ist auch noch Überbleibsel davon. Wirkt so, als sei die Festung hier in Aufbruchsstimmung, was Sinn ergibt. Naja, es wirkt so, als wäre sie noch genau das die gleiche wie davor. Hat sich eigentlich nicht wirklich viel geändert. Und woran machst du die Aufbruchsstimmung fest, Clay? Morgen, es gibt ein Herz in der Bastion. Ich weiß, das ist in so einem Gefängnis. Aber ich bin nicht vorbeigekommen und ehrlich gesagt, ist mir auch, ist auch relativ egal. Wir spielen das im Normal Mode, dementsprechend werde ich sowieso niemals sterben. Also, was soll's. Oh mein Gott, wir waren ja ursprünglich hier, um meine Schwester zu retten. Erinnert ihr euch noch? Glaubt ihr, sie ist noch da? Naja, kaum noch Gegner und Sicherheitsmaßnahmen. Das ist die Aufbruchsstimmung von hier. Würde wahrscheinlich Sinn ergeben, weil Ganon von hier ja abhaut auf der einen Seite, aber... ey, weiß nicht. Mobby! Der Mobby! Hallo, reiche Lady und armes Stück. Und Möwe, die einen sehr, sehr gewaltigen Schatten wirft. Warum wirft die Möwe so einen seltsamen Schlagschatten? Ey, wir haben unsere Schwester gefunden. Und ernsthaft, ihr wart zu dritt nicht in der Lage, die Holztür irgendwie auf... Wo kommt ihr her? Sie waren scheinbar zu dritt nicht in der Lage, die Holztür aufzumachen. Ein geiler Fünfer von... Also aber 1 als 5. Ohne Nachricht. Weiß ich auch sehr zu schätzen. Vielen Dank für den geilen Fünfer. Vielen Dank. Der Boy hat das Masterschwert Tetra, nicht Zelda. Nennen wir dich, warte, das ist übrigens auch eine Sache, die, ich weiß gar nicht in welcher Übersetzung, es gibt auch Übersetzungen da, in welchen Tetra einen Namen hat, was einfach nur die Buchstaben von Zelda irgendwie in einer anderen Reihenfolge sind. Delza oder so, irgendwie so. Irgendwie so gibt es das auf Name, als Name in irgendeiner Version von dem Spiel. Und das ist relativ, es ist sehr offensichtlich. Und verabschiedet euch bitte von Tetra übrigens. Denn das wird ungefähr der letzte Auftritt sein, den wir von dir mitbekommen werden. Nach dem Ganzen hier werden wir leider nie wieder... wird der Charakter von Tetra in Wind Waker sterben. Sie wird danach zu Zelda. Und Zelda ist ein fucking langweiliger Charakter in dem Spiel. Ich meine natürlich, wer ist nur Tetra? Ich wundere mich. Tatsächlich ist das auch eine Sache. Ich wusste es als Kind nicht. Für mich war... Was sage ich als Kind? Ich glaube, ich war 12 Jahre alt oder so. Ja, man ist da schon noch ein Kind, aber das klingt, als wäre ich noch jünger gewesen, als ich letztendlich war.
Ich war nicht alt genug, als dass ich ungefähr herausbekommen hätte können, dass das Zelda ist. Vor allem, weil ich durch Smash Bros. Und so schon ein bisschen mit dem ganzen Konzept vertraut war. Aber ich habe es nicht kommen gesehen. Ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich Zelda sein wird. Vor allem, ich dachte mir einfach, dass es in dem Universum keine Zelda geben wird. Und das war's. Ja, oh ja, jetzt ist auf einmal... Da war sie auf einmal Zelda. Mich hat das überrascht. Und hey, da ist der Maskenkönig. Ein wundervoller Bossgegner. Welcher... Okay, der Kampf ist eigentlich relativ lame, wenn ich gerade drüber nachdenke. Aber ich mag ihn sehr vom Design her. Und ich habe über den mal ein Gesteckbefehl gemacht. Und wie gerade eben schon geschrieben wurde im Chat. Kann man tatsächlich... Wenn man das möchte. Sich an die Scheiße ranschwingen. Scheinbar hier noch nicht. Aber später dann, wenn der das kaputt hackt. Ist ja was? Das ist so, das scheint mir so effizient zu sein, dass wir es auf jeden Fall machen werden. So, kannst du das kaputt hacken? Yeah, okay. Wir müssen uns zusammenreißen. Wow. Dieser Vogel ist crazy und außer Kontrolle. Hat er nicht irgendwie mal diese Gegner, die hier rauskommen, bekämpft? Ey, ich hoffe doch nicht. Das scheint mir eine schreckliche Zeitverschwendung zu sein. Oh Gott. Dieser Vogel tötet sie. Es ist eigentlich ein ziemlich cool inszenierter Bosskampf. Mit dem ganzen Hochrennen hier. Wobei ich mir gerade die Frage stelle, kam irgendjemand mal... Nein, das ist allgemein ein Problem von Wind Waker. Es ist ein sehr leichtes Spiel. Ich glaube, niemand hatte jemals wirklich das Problem, dass er das Gefühl hatte, er könnte da unten ertrinken oder so. Weil das Wasser zu schnell gestiegen ist. Ob man gar nicht mehr dem Plattform hinterhergekommen ist. Und ich glaube, das ist echt ein Problem, dass noch niemand passiert ist. Aber hey. Hey, hey. Und da ist der Maskenkönig. Was ist dein Problem, Boy? Wir hauen ihn mit der... Hauen wir mit dem Hammer? Wir hauen ihn mit dem Hammer. Ja, wie gefällt dir das? Und so war... Oh, shit, und liegt die Kugel. Die will ich. Wie auch immer. So ist der Vogel gestorben und wir haben ihn seitdem nie wieder gesehen. Nie mehr wieder. Ich bin da tatsächlich mal runtergefallen. Ich bin da auch runtergefallen. Des Öfteren sogar. Allerdings bin ich da nie ertrunken. Und das war ja meine Frage, ob da mal jemand ertrunken ist. Ist überhaupt mal jemand in Wind Waker gestorben? Ja. Ich bin sogar des Öfteren in Wind Waker gestorben. Seht ihr euch an, diesen majestätischen Bastard. Ich bin des Öfteren in Wind Waker gestorben damals. Weil ich auch echt scheiße war. Wobei... Ich glaube aber, seit ich dann Flaschen und das Konzept mit den Feen raus hatte, ich glaube, da bin ich dann auch nicht mehr wirklich gestorben. Das heißt, schon gestorben und nicht Game Over gegangen. Okay, ich den Kampf mit dem Maskenkönig. Läuft darauf hinaus, dass wir warten, bis er landet. Und dann macht er, dann läuft er ganz derpy durch die Gegend. Hackt auf den Boden und wir hauen ihn mit dem Hammer. Und dann warten wir, bis er das Ganze nochmal macht. Oh, das ist der Bosskampf soweit. Außerdem, hier sind überall Stacheln. An die wollen wir im Idealfall nicht gepresst werden. Das heißt, es ist, glaube ich, relativ... Maskenkönig. Das ist, glaube ich, relativ sinnig, wenn man tatsächlich hier ungefähr steht. Damit der eine, falls er seinen Windstoß macht, gegen diese Wand da stößt und nicht gegen die Stacheln. Nicht, dass wir noch ein Herz verlieren am Ende. Das wäre ja, das könnte ich nicht gut heißen. Ihr wisst nicht, was das Internet dann von mir halten will, wenn das passieren sollte. Au. Oh, und das ist sein Sturzflugangriff. Das ist ziemlich cool. Er sieht nicht bescheuert aus. Immer weiter so, Maskenkönig. Immer weiter so. Oh, und es gibt auch so eine Art kleines Easter Egg, welches man in dem Kampf machen kann. Beziehungsweise ist es ein Easter Egg. Ich weiß ja, ich werfe ihn mit dem Hammer. Und dann, wenn die Maske kaputt ist, können wir was machen. Deswegen habe ich den Boomerang ausgerüstet. Da kann man, es ist nichts Besonderes. Aber es ist irgendwas. Zum Gott. Nee, das hat einen geilen Firma donated. Komm bald, Slime Rancher. Wir, meine Freunde und ich, haben da Bock drauf. Slime Rancher kommt wieder. Ja, das ist tatsächlich noch nicht. Es soll ich wiederkommen, aber. Es hat sich zeitlich alles nicht so ganz ergeben. Wird morgen wahrscheinlich auch nicht kommen, weil ich morgen mit Johnny Majora's Mask aufnehmen werde. Aber es ist. Sollte eigentlich. Es kommen noch ein paar Parts davon. Bis wir damit fertig sind. Und danach habe ich übrigens geplant, um das auch mal. Habe die Dodge Roll gesehen. Um das auch mal anzumerken, nach Slime Rancher will ich, glaube ich, Bloodborne anfangen. Oh, und das wird ziemlich majestätisch. Ich freue mich tatsächlich ein bisschen drauf. Und der, vielen Dank für den geilen Film, natürlich, falls ich es nicht gesagt habe. Der Lümmel macht den Windstoß! Link! Nein! Link! Wo kommen eigentlich die Steine her?
Habe ich die Steine jetzt gerade geschützt? Und? Seht euch die güldene Locke an. Oh, was für ein junger Gott. Ah, shit. Herr Max, ich werde mit dem Boomerang hauen. Ich weiß gar nicht, ob das Schaden macht. Ich weiß nicht, ob das Schaden macht oder ob man ihn damit wirklich nur ärgert. Aber ich treffe ihn sehr gerne mit dem Boomerang. Das ist ziemlich cool. Nach einem Spiel für ganz Große kommt ein Spiel für ganz Kleine. Ah. Na. Genau. Wobei ich übrigens zu meiner Verteidigung... Mit dem Boomerang kann ich ihm Schaden machen, wie es aussieht. Relativ interessant. Ich würde mal sagen, dem Kock haben wir es gegeben. Habe ich recht? High five. Ich möchte bei Slime Rancher... Oh, das ist auch so eine coole Todesanimation. Schaut euch die Scheiße an. Die Scheinwerfer leuchten alle drei auf ihn. Und er explodiert. Es ist ein cool inszenierter Kampf. Auf jeden Fall. Eine Sache, die mir gar nicht bewusst war, ist, Slime Rancher scheinbar ein Spiel ist, das... Na, ich will nicht sagen hauptsächlich, aber unter anderem auch für etwas Jüngere ausgelegt ist. Da war mir nicht bewusst die ganze Zeit über. Das heißt inzwischen schon, aber nicht von Anfang an. War es relativ interessant. Nicht wirklich. Er ist nicht sonderlich interessant. Und wir gehen hier rein. Hey Leute, wolltet ihr mal Links besten Kampf aller Zeiten sehen? Wollt ihr mal sehen, wie es aussieht, wenn Link ziemlich hart auf die Schnauze bekommt? Falls ja, dann pass auf. Falls nein, pass auf, verschließt eure Augen. Denn das wird nicht schön ausgehen. Das ist der Boy mit den roten Haaren. Man nennt ihn Ganondorf. Man kennt ihn seit vielen Jahren. Er sieht bescheuert aus. Ich weiß nicht ganz, warum Link gerade Angst gehabt hat vor ihm, als er sich umgedreht hat. Ich meine... Link weiß doch nicht so wirklich, wer das ist, oder? Na, vielleicht war er einfach nur schockiert, dass es tatsächlich ein sehr, sehr großer Mann ist. Und machen wir uns nichts vor. Ganondorf ist ein sehr großer Mann. Und er ist ein fröhlicher Mann. Habt ihr ihn lachen gesehen? Pass auf. Los, Link, du schaffst das! Haben wir gewonnen? Wir haben doch gewonnen! Ich sehe das doch, wir haben doch gewonnen! Gib lieber jetzt auf, Ganondorf, bevor es zu spät ist! Das ist nur ein kleiner Rückschlag, Link. Steh wieder auf. Oh, shit. Er hat eine komplett abgestumpfte Klinge. Nicht, dass er uns damit doch wehtut. Und wisst ihr, was mich gerade begeistert? Pass mal auf. Es ist, wenn man... Oh, ich... Was ist jetzt, PC? Warum bist du jetzt... Ist meine Festplatte aus und... Oh, nein. Was ist jetzt passiert gerade? Lass mich mal. Ich wollte gerade was machen. Und dann. Habe ich jetzt wirklich ein komplettes. Willst du mich verarschen? Habe ich jetzt ein Standbild hier um meinen ganzen Monitor? Nein, jetzt geht's wieder, okay. Das war gerade super seltsam, auf jeden Fall. Was ich zeigen wollte. Doch. Oh nein. Link. Tu das einem alten Mann nicht an. Es ist ein lustiger Gesichtsausdruck. Mensch, zum Glück haben wir dafür 5 Minuten Pause gemacht. Oh shit, und da ist nicht Zelda. Glaubt ihr, unsere Handrücken fangen jetzt an zu leuchten? Ey, lass mich los. Kleine schmutzige Ratte. Sag mal, wie redest du gerade mit Ganondorf? Und zum... Oh Gott, die Namen. Er hat subscribed. Vielen, vielen Dank für die liebliche Subscription an dich. Vielen Dank. Wer ist bitte Zelda? Wovon redest du denn da? Wisst ihr, das ist eine Sache, die ich sehr seltsam finde. Tetra weiß zu diesem Zeitpunkt hier, sie weiß nicht mal, dass sie Zelda ist. Sie ist Zelda, falls ihr euch wundert. Sie ist Zelda und sie weiß es zu dem Zeitpunkt nicht. Aber ganz offensichtlich wissen es die Ornis. Denn der Briefträger Orni, der war ganz am Anfang ziemlich stinkig auf Tetra. Weil er wusste schon von wegen, oh hey,
Der Maskenwächter, der doch versucht, dich zu entführen, machen sich zwölf, wisst ihr das ganz genau. Und jetzt weiß sie scheinbar nicht wirklich, dass sie Zelda ist, aber dann in kurzer Zeit später, jetzt wird sie sich zu 100% wie Zelda verhalten. Es ist eine sehr verwirrende Situation. Und vielen Dank auch an dich für die Subscription. Scorescaprem. Oh, mit groß und klein schreiben ist ja dann wahrscheinlich besser zu lesen. Vielen Dank. Ich habe eine Vermutung, dass Cetra Zelda ist. Ich weiß nicht so ganz. Ich weiß nicht. Ich würde nicht unbedingt so weit gehen. Keine Sorge, Moppy, sie ist nur bewusstlos. Und deine Schwester geht's auch gut. Sie konnte zusammen mit den Piraten halb von der Insel fliehen. Oh Mensch, meine Schwester ist bei den Piraten. Das ist ja eine gute... Shit! Wir können ja lesen, was er sagt. Ich hab's auch, dass sie weggeklickt wieder. Das bin ich mir bewusst. Nein. Verstehe, so dann verlasse ich mich auf dich. Das waren die Valu-Dialoge. Kann außerdem schweben. Weil der Morgen ist schon so weit und kein Segel. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Das mit dem Segel, das ist... Es war nicht meine Schuld, dass es nicht geklappt hat. Moppy, die Details bereden wir später. Jetzt müssen wir erstmal erneut in die Welt unterhalb des Meeres. Oh shit, Leute. Würdet ihr gerne in die Welt unterhalb des Meeres? Erinnert mich, Valu an Drauran, ein viel zu großer Körper mit viel zu kleinen Flügeln. Das gibt's aber öfter. Es ist sehr humorvoll. Moppy, bist du in Ordnung? Mir geht's gut. Oh shit, hier ist ja alles immer noch bunt und gar nicht mehr schwarz-weiß. Das ist seltsam. Wie Link da saß. Oh, er saß da wie der Größte auf dem Scheiße. Stell einen Raum, in dem du das Masterschwert hast. Warte, das sagt mir gerade der rote Leuenkönig, aber wir sitzen auf ihm. Ich glaube, der flüstert das nur ganz leise. Nein, war Tetra, nicht wahr? Komm zusammen mit Moppy zu mir. Gut, dann kann ich gleich ein herzliches Wörtchen mit dir wechseln. Oh shit, Leute. Ich glaube, wir werden jetzt storytechnisch ein bisschen was über das Spiel erfahren. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ja, ich bin bereit. Ab hier bewegt sich der Leuenkönig nicht mehr. Er bewegt sich noch ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Die Statue hat sich auch bewegt. Es ist generell ziemlich viel Bewegung in dem Spiel. Im Spiel. Und fotografiert Tetra. Shit. Du hast es also gewagt, mein Shadow erlaubt es zu benutzen. Diesen Stein habe ich aus einem Gossip-Stein schleifen lassen. Er seit jeher innerhalb der Königsfamilie von Hyrule vererbt wurde. Mann, ich wundere mich, wer dieser Mann ist, der was von der Königsfamilie erzählt. Die Story ist sehr viel weniger ereignisreicher, wenn man schon weiß, was passiert. Und genau jenes Königreich, jener Ort, an dem ihr euch jetzt gerade befindet, wir werden Tetra nie wiedersehen in dem Spiel. Der König dieses Landes, Daphnus Johansson von Hyrule. Hallo Johansson. Moppy, kommt dir meine Stimme denn nicht bekannt vor? Ja, ich weiß, der dich hierher geführt hat. Der rote Leuenkönig. Wärst du mit Hilfe des Masterschwerts in der Lage gewesen, Gen zu bezwingen, hätte ich mich dir nicht offenbaren müssen. Aber nun, warum hast du dich überhaupt offenbaren müssen? Vor einer Zeit hat der gierige Gen, der sich die Kräfte der Götter verzerrte, dieses Land in ein Reich der Finsternis verwandelt. Meine Kraft reicht nicht aus, ihm Einheit zu gebieten, und so konnte ich nur beten und dieses Land seines Schicksals überlassen. Gute Arbeit, König. Die Götter hört mein Flehen und schickt eine Sintflut, die Gen mitsamt Hyrule auf den Grund des Meeres verbannte. Doch verwandt man ein ganzes Volk eines Landes, dann ist es gewissermaßen so, als hätte man es ausgelöscht. Naja, und dann haben sie doch die Fische ausgelöscht. Aus irgendwelchen Gründen. Alter, Gossipsteine sind doch die Steine, die aus Ocarina of Time, die einem immer Tipps geben. Echt? Heißen die Gossipsteine? Falls ja, dann ist das ein ziemlich cooler Zusammenhang, den ich mag. Der Stein, mit dem wir uns unterhalten haben, ist also aus den Shika-Steinen. Hießen die nicht Shika-Steine? Die hießen Gossip-Steine. Das müsste eigentlich schon stimmen. Das ist relativ interessant. Deswegen haben die Götter, bevor sie das Bannsiegel erschufen, nach Fahnhauser Wildung aufgetragen, die hohen Gebirge zu fliehen und dort eine neue Zivilisation zu gründen.
Oh, tatsächlich, die Inseln sind tatsächlich dann die hohen Gebirge. Im Englischen heißen die Gossip Stone. Ah, okay. Okay, tatsächlich, die Inseln sind dann wirklich ganz hohe Berge. Diese Nachfahren waren eure Vorfahren. Was? Seitdem sind viele Jahrhunderte vergangen. Okay. Sind ein paar Jahrhunderte vergangen. Sieht man eigentlich den König von Hyrule Ocarina of Time? Ich meine nicht. Oder war der eine Typ aus dem... Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, der Typ aus dem Tempel der Zeit, der da drin ist, der war nicht der König, oder? Ich meine, man sieht den nicht. Oder hat ihn mir der Bitte überreicht, stets auf ihn aufzupassen? Oder täusche ich mich etwa? Ja. Hier ist Triforce. Oh Mann, dieses Triforce. Dieses Triforce wird der größte Spaß für alle. Wobei ich ehrlich gesagt die Triforce-Suche in Wind Waker HD, als ich sie gemacht habe, fand ich sie tatsächlich ziemlich unterhaltsam. Wir werden sehen, wie sich diesmal halten wird. Ich garantiere für nichts. Der Typ aus dem Tempel der Zeit war Rauru. Ja, aber Rauru war nicht der König, oder? Nein, sieht man nicht und Rauru ist nur ein Weiser. Okay. Okay. Und hey, sie ist Zelda. Warum hat sie eigentlich so leicht grünliche Haare? Das hat mich immer irritiert. Und jetzt kommt der bescheuertste Moment überhaupt. Ihr ganzer auf Nimmerwiedersehen halbwegs interessanter Charakter. Ja, genau das. Tetra ist jetzt nicht mehr Tetra, sie ist jetzt Zelda. Sie ist die klischeehafte Prinzessin. Die ganze Persönlichkeit ist weg. Zelda, ich bin eine Prinzessin. Verwirrung ist nur allzu verständlich. Ich auch, meine Pubertät. Moppy, der nicht. Ich bin untröstlich, hier in all dies hineingezogen zu haben. Aber jetzt, wo er weiß, dass Tetra wirklich... Ach, das redet der König wieder. Man kann jetzt ziemlich schlecht erkennen, wer gerade redet. Daran sollte sie vielleicht noch was ändern. Da mache ich die Lösung, wie sie es in Undertale gemacht haben. Dass jeder Charakter quasi immer so, in Anführungszeichen die Stimme hatte mit... Das war eigentlich ganz nett. Man konnte ja relativ gut erkennen, immer wer spricht. Ich hege einen starken Verdacht, was der Grund für die Schwächung des Masterschwerts sein könnte. Bitte kehre mit mir auf die Welt oberhalb des Meeres zurück und verhilf dem Masterschwert wieder zu seiner alten Stärke, das Böse zu verbannen. Okay, er hat dann einen Verdacht. Zelda? Identifiziert sie sich jetzt als Zelda oder... Ich meine, sie wurde ihr Leben lang doch von einem Tetra genannt. Warum akzeptiert sie es jetzt einfach von einem Zelda genannt zu werden? Das ist jetzt die Frage. Was ist denn der Name von ihr wirklich? Ist es der Name, mit dem sie... Sie wurde damit wahrscheinlich nicht mal getauft, oder? Beziehungsweise ist es der Name, der ihrer Geburt gegeben wurde, was in dem Fall Zelda war. Oder der Name, mit dem sie ihr Leben lang angesprochen wurde. Ich bin der Meinung, Tetra ist ihr Name. Zelda ist nicht der Name, es ist doch bescheuert. Was soll ja Schwachsinn denn? Vielleicht wollte sie schon immer eine Prinzessin sein, wohl kaum. Aber jetzt hatte sie eh eine Gehirnwäsche, insofern sollte das schon alles stimmen. Ich bin leider nicht so gut mit Worten, aber was? Dann rede nicht. ich bin zu gemein zu ihr. Ich bin nur sehr enttäuscht von dir, tut mir leid. Es war meine Schuld, dass du und Errol so viel leiden musstet. Ich weiß. Verzeih mir bitte. Okay. Nee. Pass auf dich auf, Moppy. Das mache ich. Okay. Ja, wenn das soweit gelöst oder geklärt, was auch immer. Wir haben Zelda befreit. Das ist ja schön. In Phantom Hourglass ist sie, warum auch immer, wieder Tetra. Das hat den ganz, ich denke, es hat einen ganz simplen Grund. Und zwar am Ende von Wind Waker ist sie doch auch wieder Tetra. Da ziehen doch Link, sie und die Piraten auf ihr Abenteuer los. Oder in ihr Abenteuer los, welches dann letztendlich zu Phantom Hourglass wird. Behaupte ich einfach mal, ich habe Phantom Hourglass nie wirklich gespielt, aber ihr versteht schon. Das Masterschwert die Stärke verloren hat, das Böse verbannen, kann nur eins bedeuten.
Die Weisen, die als Medium zu den Göttern fungieren und deren Kraft das Schwert schweißt, muss irgendwas zugestoßen sein. Okay, den beiden Weisen muss was zugestoßen sein. Das ist dramatisch. Ne, geht das Boot. Yeah. Okay, wir gehen wieder in die Oberfläche. Und dann haben wir jetzt die Wahl zwischen zwei Dungeons. Problem an der Sache ist, eine der beiden Dungeons kann ich absolut nicht. Und ihr wisst, welches es ist. Es ist der, dieser, was auch immer, Deku-Dungeon. Den kann ich absolut nicht. Das heißt, den will ich wahrscheinlich als letztes machen, weil, ach, bin ich begeistert davon. Ich verzage nicht, altes Schiff. Ich verzage nie. Zum Glück ist er dann Hyrule so unfassbar sicher. Ja. Es wird dafür den Rest des Spiels in Sicherheit sein. Man hat eine Wahl, welchen Tempel man zuerst machen möchte. Ah ne, warte, hat man nicht, oder? Hat man da eine Wahl oder nicht? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber oh shit, Link! Kommst du neue Freundin und sie ist eine Fee. Nee. Hallo Fee. Hallo Framerate. Soweit ich weiß nicht. Man hat keine Wahl. Ha. Ich dachte, man hat da eine Wahl. Ich glaube, dass ich dachte, dass man eine Wahl hat, liegt aber daran, dass, hey Kind, nenn mich nicht Kind, Nerd. Ich denke, dass ich dachte, dass man eine Wahl hat, liegt daran, dass man jetzt hier, wenn man die Feuer- und Eispfeile hat, dass man direkt zu den zwei Inseln rüber kann. Waifu-Zeit. Alter, das ist keine Waifu-Zeit. Ich mag aber übrigens das Detail, dass sie einfach eine Puppe von den richtigen großen Feen hat. Ich weiß nicht, das hat irgendwie was. Er hat gewissen Charme. Aber ansonsten ist die scheiß beängstigend. Ich bin kein Fan von ihr. Ich meine, ich will nicht sagen, dass ich ihr den Tod wünsche. Hauptsächlich, weil sie ein Kind ist. Aber ich wäre nicht traurig, wenn sie sterben würde, versteht ihr? Ich will mich nicht beklagen. Und das ist eine super seltsame Stelle. Ich meine, die Frage ist, tut ihm das weh? Und was ist gerade passiert? Habt ihr seinen Gesichtsausdruck gesehen und die Geräusche, die er gemacht hat, als die Fäden in seinen Brustkorb geflogen sind? Ich weiß nämlich nicht, ob er davon begeistert war gerade. Und vor allem bei der zweiten Fee sah er ein bisschen verstört aus. Es muss sich sehr seltsam anfühlen, wenn der Fee in deinen Brustkorb eindringt. Ich meine, ich kann euch das nicht sagen, aber wenn ich könnte, dann würde ich euch sagen. Ich glaube, man hat eine Wahl, da man die Items der Feuer- und Eisinsel braucht. Ja, aber die kann man sich beide sofort holen. Ist denn Skyward Sword nicht unser Helfer auch so ein blaues Ding? Nein. Die aus Skyward Sword, sie sieht ähnlich aus, aber sie ist ein anderes Wesen als die Feen. Das ist keine Fee. Das ist ein Haufen Scheiße in einem blauen Kostüm in Skyward Sword. So, genau, jetzt haben wir die Scheiße auf der Karte markiert. Oh, boah, nee. Feen haben Link einen Schwung in seine Pubertät gegeben, wenn ihr versteht, was ich meine. Ey, ich verstehe, was du meinst. Kann ich es mir bitte erklären? Ich verstehe es nicht. Kannst du mal versuchen, den Croc Dungeon zu öffnen und wenn es geht, kannst du dann einfach zum anderen Tempel gehen. Ich werde versuchen, den zu öffnen, aber ich bin mir relativ sicher, dass es nicht gehen wird. Ich meine nicht, dass ich es versucht habe. Parkourus ist, glaube ich, noch nicht da, wenn man noch nicht so weit ist. Aber wir werden es versuchen. Weiter auf YouTube. Oh, hey, morgen spielt jetzt Wind Waker. Mal in die Abo-Box schauen. Aha, nichts Interessantes. Mal auf Twitch. Er spielt Wind Waker. Yeah. Das heißt, es ist scheiß. Das heißt, es geht. Ich meine... Ach, shit, warte. Da oben ist schon direkt der Dungeon, oder? Das ist gar nicht die Feuerinsel. Ah, nee, warte. Es werden die beiden Dungeons werden auf der Karte markiert, oder? Wir müssen dieses fucking Segel kaufen. Oh, wir müssen das Segel kaufen. Lass mich erstmal da hochsegeln. Das Problem ist, wir haben nicht wirklich genug Geld für das Segel. Wo könnten wir denn ein paar Rubine auftreiben, Leute? Wo könnten wir denn ein paar Rubine auftreiben? Wisst ihr da was? Den zweiten Dungeon kannst du noch nicht öffnen, da der Croc noch nicht...
Was? Da der Krog noch nicht da ist. Ja, genau, das ist das, was ich meinte. Da meine ich mich nämlich auch noch zu erinnern, weil ich den, glaube ich, mal zuerst machen wollte. Das war auch tatsächlich in Wind Waker HD, als ich es damals gespielt habe vor dem Jahr. Da wollte ich, glaube ich, auch den Makoros Dungeon zuerst machen. Und bin da dann unten reingegangen und ich war komplett verwirrt, warum der nicht da war. Ich dachte mir, aber der muss doch da sein. Ich kann doch jetzt die Dungeons machen. Wo bleibt der denn? Kann man das Segen nicht auch ersteigern? Ich habe es zumindest ersteigert. Ja, man kann das Segen ersteigern. Das Problem ist aber, dass ich dafür vermutlich mehr Geld brauchen werde. Und ich habe aktuell nicht zwangsweise genug. Das heißt, mir wäre sehr viel wohler bei der Sache, wenn ich wenigstens 250 Rubine hätte, bevor wir dann versuchen, das zu ersteigern. Denn beim letzten Versuch, als ich das ersteigern wollte, sagen wir mal, der ist nicht optimal ausgegangen. Wir haben es nicht hinbekommen, das Segel auftauchen zu lassen. Und ich habe es, glaube ich, eine halbe Stunde lang versucht. Das heißt, wenn das Segel auftaucht, will ich auf keinen Fall das Risiko eingehen, dass ich es eventuell nicht bekommen könnte. Morg, hast du einen Kompressor auf deiner Stimme? Nein. Ah, oh, das ist eine No-Filter-Stimme. Glaube ich, außer X-Bit verfälscht irgendwas, aber ich glaube nicht. Shit. Da hat mir irgendwas Spannendes, glaube ich, erzählt. Was auch immer, halt die Schnauze, Fisch. Ich gebe dir keine zweite Portion Futter. Lass mich in Ruhe. Genau, so habe ich das auch rausgefunden mit dem zweiten Dungeon. Achso, okay, hier ist nicht, wo man das Teil herbekommt. Aber wenn wir schon mal hier sind, möchte ich gerne die Nachricht mitnehmen. Auf Preludian in der Challenge für das Triforce kannst du reingehen. Die sollen dort zerstören und Vasen bei der Truhe rausgehen. Nee, da kann ich noch nicht rein, da muss ich doch den Kopf wegheben. Oder nicht? Ich meine, der Triforce Challenge auf Preludien, da muss ich doch den Felsen wegheben und dafür fehlt mir noch mein super-duper Kraftarmband, wenn mich nicht alles täuscht. Wir segeln einfach durch die Gegend und werden ein bisschen Geld mit, was wir überfinden. Und Mann, zwei Juhu! Egal, der Mango hat subscribed. Vielen lieben Dank für die liebe Subscription auch an dich. Wenn man es nicht bekommt, bleib so lange, bis du es bekommst. Ich werd nicht allzu viel Zeit mit dem Segel, wenn ich nicht genug Geld habe, verschwenden. So, fuck, was haben wir da? Östliche Triangelinsel? Nein, Isla Bomba? Nee. Wobei. Ups. Versuchen wir es. Gehen wir nach Isla Bomba und schauen, ob wir da irgendwas finden können. Ich meine, generell ist es in dem Spiel eigentlich super leicht, an Rubine zu kommen. Das Problem ist nur aktuell, dass mir absolut nicht einfällt, wo ich die herbekommen könnte. Das Armband bekommst du bei der Feuer- und Eisinsel. Stimmt. Ah, ich weiß auch nicht mehr, wo die waren. Und wenn ich zu denen rübergehe, ich will halt echt das Segel ganz gerne mitnehmen, bevor ich jetzt noch allzu viele andere Dinge mache. Das wäre halt sehr angenehm. Oh, es sind noch 5 Runden, jetzt erwähne ich gute Nacht. Gute Nacht vermutlich. Ich habe keine Ahnung, was für 5 Runden. Das Armband ist der Lava-Insel südlich von Draconia. Bin ich überhaupt noch auf dem Weg nach Isla Bomba? Shit, die ist irgendwo. Spricht man es überhaupt so aus? Wahrscheinlich nicht. Oh, da hinten ist sie. So, ich hoffe einfach, dass das die Insel ist. Na shit, ich weiß nicht, was das für eine Insel ist, aber ich glaube, da können wir vielleicht ein bisschen was mitnehmen, eventuell. Eine Versteigerung. Ach so. Ja, aber Versteigerung fange ich trotzdem nicht an, wenn ich nicht genug Geld habe. Eisinsel ist westlich von Tantopia. Okay, behalte ich mal im Hinterkopf. Aber. Warum ist es hier so dunkel? Gibt es hier wieder beschissenen Oktopus oder sowas? Wir haben halt noch gar keinen von denen, riesigen Tintenfischen gesehen. Ach shit, das ist die. Das ist ja die Name. Och, das ist die Insel. Das ist nicht die Insel Lehrerin, das ist Linksinsel. Ah, wenn wir schon mal hier sind. Wenn wir schon mal hier sind, könnte ich doch theoretisch auch einfach dem Fischboy was zum Essen zu geben. Flüssig Scheiße, Alter. Wisst ihr, was mir ein bisschen fehlt in Wind Waker? Ich finde, es sollte auch so eine verrückte Flaschenlady geben wie in Ocarina of Time. Der konnte man, glaube ich, den Fisch geben und sie hat einem für den Fisch. Fuck, wie viel war es denn? Ah, auf der Insel gibt es einen geilen Schatz von dem Captain Dreifuß.
Können wir mal drüber reden, wer der Typ ist? Der komische legendäre Captain, der angeblich, der scheinbar immer mit dem Triforce was zu tun hat. Was? Das ist ein Minispiel. Ich war hier schon. Oh nö. Da wollte ich gar nicht. Shit. Das hat nicht zu 100% funktioniert. Ja, das, der rechte Stick vom Wii U Pro Controller ist nicht der heißeste Scheiß, den man haben kann. Wir versuchen, das Beste draus zu machen. Ich meine, ich glaube, bei dem konnte man ein paar Rubine verdienen, oder? Wenn man das richtig gemacht hat. Wir hoffen einfach mal. Katja! Oh, eine Rubine kannst du bekommen. Alter, geile 100 Rubine. Apropos 100 Rubine, shit. Wahrscheinlich, wenn ich alles treffe. Ich kann nur einen Captain 3 bei mich. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen... Du gibst ja selber gerade ein bisschen zu viel Credit. In dieser Aussage. Shit. Ich bin echt nicht gut darin gerade. Da ist er. Yeah. Ich denke, jetzt, ihr findet, dass der Fisch eine echt gute Waifu ist. Ja. Er ist nicht die Sora, die aus... Er ist nicht Ruto, also lassen wir das gar nicht erst gelten, okay? Lumpige 7, 70 Rubine. Wisst ihr was? Das sind genug Rubine, damit ich das mit dem Segel noch versuchen werde. Ein Fischer, glaube ich, sowas wie aus Triforce wird Dreifuß. Sprich, die haben sich immer verhört und haben es weitergesagt. Oh, okay. Okay, das beantwortet meine Frage voll und ganz tatsächlich. Und ich dachte schon, dass da vielleicht irgendwie sowas wie Captain Dreifuß gibt. Irgendein Typ, der scheinbar irgendwas mit dem Triforce zu tun hat. Aber scheinbar dann nicht. Umso besser, das erleichtert unsere Lore-Nachforschung. Fällt mir ein, mit der Schatzruhe, da sind da, ja, jetzt glaube ich ein Herzteil drin bei der Schatzruhe, die man hier hat. Ich meine, wir können theoretisch auch ein, zwei Portemonnaie-Quests machen, wenn wir schon mal hier sind. Das ist lame, das ist super, super lame. In der Wind Waker-Version sieht man da so eine transparente Schatzruhe auf dem Teil. Gott, ist das lame. Warum ist das so lame? Vielleicht ist der Schatz ja die Hausaufgaben. Ich hoffe doch. Moment, wo schwimme ich hier gerade hin? Aus dem Weg. Roter Mann, aus dem Weg. Und wir müssen auch noch die Flaschen kurz lesen. Okay. Gut. Hätten wir das auch so weit hinter uns gebracht. Ich dachte mir, ihr seid interessiert, was die Leute hier alles in Wind Waker schreiben. Per Nachname. Nein. Nein, ich werde jetzt nicht Tingles Fuck-Karte für 200 Rubine annehmen. In der Nacht ist sie, glaube ich, transparent. Okay. Ich weiß, dass ich für die Schatzruhe irgendwie die Windmühle zum Drehen bekommen muss. So. Nachts kann man die scheinbar sehen. Da bin ich gespannt. Der Schatz ist die Freundschaft. Komm mir nicht, auf die Scheißtour, okay? Du musst mir jetzt nicht einfach so ins Gesicht lügen. Jetzt bin ich gespannt. Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Kann ich bitte... Das ist super seltsam. Das Menü von Wind Waker HD ist extrem buggy. Jetzt zum Beispiel kann ich nichts im Menü machen. Was ist denn? Okay. Cool. Muss noch ein paar Mal hin und her drücken, dann konnte ich wieder was machen. Schatz ist das Comedy Gold. Nee. Seht euch die Schatzruhe an. Ich sehe dich doch. So schön gepunktet. Wahnsinn. Die würde ich gerne mitnehmen, aber bevor es soweit ist... Müssen wir was anderes mitnehmen. Und das ist das fucking Fuck-Segel. Ich hoffe einfach so sehr, dass es diesmal auftauchen wird. Ey, ich brauche das nämlich so sehr. Dieses fucking 7-Meilen-Segel macht das Spiel so viel angenehmer. Wenn wir es nicht bekommen. Ihr wisst, wie schrecklich es ist. Ich will das nicht machen. Unbedingt! Die Erklärung können wir uns sparen, mein Guter. Die Erklärung können wir uns sparen. Kommen wir direkt zur Sache.
Das bin ich jetzt nicht bei. Ich glaube, du bist einfach nicht gut genug für das Menü. Warum? Manchmal öffne ich das Menü und dann kann ich nichts drücken. Außer B. Es reagiert auf nichts. Ich weiß nicht, ob das unbedingt an mir liegt. Yes! Okay, Leute. Es geht los. Es geht los. Ist ja bereit für die Scheiße. Okay, es geht los mit 100 Rubinen. Und wir merken uns, wir setzen erst dann, wenn es ganz am Ende der Zeit angekommen ist. Also wir müssen das Segel jetzt nur noch bekommen. Oh, 103 Rubine. Und wir haben nur 297 Rubine. Das heißt, wir könnten durchaus noch verkacken. Was wollt ihr überhaupt mit dem Segel? Halt dich zurück, Vera. Das ist mein beschissenes Segel. Geht raus für 343. Alter. Wenn das so teuer wird, das Segel, dann werde ich nicht begeistert sein. Ich glaube, ich kann meinen Balken schon ein bisschen auffüllen. 129. Okay, dann warten wir jetzt wieder. Die Brunhilde will, er hat Interesse am Segel. Eine schöne Tischdecke aus dem Segel. Alter, das ist eine 1er Tischdecke. Die ist auch ziemlich wasserabweisend, habe ich mir sagen lassen. Ist vielleicht auch nicht ganz unverständlich, dass die gute Vera das haben will. Aber ich mag Vera nicht. Erinnert euch an die Talkshow, Vera. Das ist lange Zeit her. Mein erstes 7-Meilen-Segel ging für etwas über 400 Rubine raus. Mach mir keine Angst. Oh, mein Balken ist auch schon fast komplett aufgefüllt. Nein, Kosak. War es nicht so, dass wenn man hier diese eine Maske trägt oder so, dass man dann sehen kann, wie viel Zeit da noch übrig ist insgesamt? Gab es nicht eine Möglichkeit irgendwie, damit man es sehen kann? 175 Rubine, der Haufen Scheiße. Komm schon. 179. Nein, komm schon, ich verbrauche die letzten 5 Sekunden. Hört auf, so hoch zu bieten. Noch wenige Augenblicke, entscheiden Sie sich jetzt. Okay. Okay, Leute. Noch 9 Sekunden. Nein! Oh Gott, ich habe aus Versehen A gedrückt. Oh, das war nicht meine Absicht. Oh nein. Na, 5 Sekunden. Nein! Okay. Wir machen 240. Damit sollten alle betäubt sein, weil es so viel ist. Oho. Oh shit, der Junge hat das Geld locker. Oh, wir haben das Segel. Und ihr habt gedacht, ich könnte es auch verkacken. Aber der Mobby für 240 Rubine hat er die Scheiße mitgenommen. Yeah, das 7-Meilen-Segel. Das heißt, wir können endlich vernünftig segeln. Yes. Und wir haben absolut kein Geld mehr. Das ist wahrscheinlich auch nicht die beste Sache, die passieren könnte. Wir gehen jetzt. Wobei, bevor wir gehen. Idioten! Wir haben die ganze Zeit Mobby geglaubt. Vielen Dank. Ohne eure Unterstützung hätte ich das nie geschafft. Ich stelle mir gerade die Frage, können wir nicht theoretisch sogar schon die eine Quest mit den kleinen Lümmeln machen? Mit den kleinen Kindern? Mit den gemeinen Raulis aus der Gegend? Müsste doch theoretisch auch schon möglich sein. Ah, wie auch immer. Gott, ich erinnere mich überhaupt nicht mehr, wie man irgendwas hier aus Portemonnaie macht. Das könnte wahrscheinlich interessant werden. Morgen ist der eBay-König. Es geht. Als ob wir das, wir müssen eine Runde spielen. Hallöchen. Hallo, für Kinder. 10 Rubine. Jaha, juhu. So, na dann. Der Typ, der beste Charakter aus Wind Waker. Ich denke, da sollten wir uns alle relativ einig sein. Kiboom! Splish! Und wir können wir auch noch ein bisschen Gratis-Rubine abstauben. Wusstet ihr das?
Es gibt hier nämlich quasi ein kleines, ich weiß nicht, ob es ein Secret wirklich ist, aber es gibt so eine Art kleines Secret hier in diesem Spiel. Was ich wirklich in dem Spiel direkt ist, aber ja, ihr werdet schon sehen. Okay. Shit. Such mir die Ecken. Oh nein. Oh. Nein. Verarsch mich. Shit. Oh. Okay, wir haben den... Müssen wir nicht den ersten versenkt haben? Als ob. Was ist das für eine Sch... Achso, Fick wollte mich gerade verarschen. Ist das normal, dass die so nebeneinander sind? Ey, ich glaube, ist das normal oder ist das gerade ein riesiger Zufall? Ey, ich meine mich nämlich nicht so, dass ich das jemals gesehen habe, aber jetzt im Nachhinein. Nein, ist nicht normal, okay? Okay, ey, ich habe mich schon sehr gewundert. Okay, das erklärt, warum es so seltsam war. Ja, mein Controller, der Akku ist leer, ich verstehe schon. Die Kinder der Insel wollen sich überschwänglich bei mir bedanken. Hooray! Yay! Unsere Herzen quellen wirklich über vor Freude, so dass wir gleich ein ganz Viertel davon entbehren können. Willkommen Herzzeit für die Scheiße. Alter, das war der First Try. Also dann die Firma dein, vergiss nicht deinen Regenschirm, wenn du gehst. Ich habe keinen Regenschirm. Und das kleine Secret, das es hier gibt, ist erstens, das sind beschissene Spinnweben. Und zum zweiten, seht ihr das? Der Morgi weiß, wo er sein Katsching Katsching herbekommt. Habe ich recht, alter Mann? Katsching Katsching. Stehst du? Schicker Säbel. Ja, ich werde gleich mein Kabel holen. Hat der da einfach... Der hat da einfach seine beschissene Schüssel von seinem Essen da rumstehen. Nein, nicht nochmal. Nicht nochmal. Man kann da rauf, ja, man kann hinter das Schiff und da ist das geile Bargeld. Das sind die Secrets, sage ich euch. Das sind die Moggy Secrets. Wo bin ich? Hä? Okay, das war gerade sehr seltsam. Ich sollte meinen Controller wirklich laden, das blinkt, macht mich wütend. Der Weep ist mit Stäbchen, ja. Das habe ich ihm direkt angesehen, dass der sich auch gerne mal den einen oder anderen Anime gönnt, wenn ihr mich fragt. Wer bist denn du überhaupt, Rotnase? Eine schöne Nacht, nicht wahr? Das hier ist ein windbetriebenes Riesenrad. Früher hat es sich heiter mit dem Wind gedreht, doch da jetzt kein günstiger Wind mehr weht, steht es bedauerlicherweise still. Also es ist nicht so, dass es kaputt wäre oder so. Bestimmt würde es sich wieder drehen, wenn ein günstiger Wind wehen würde. So, muss ich nicht zusätzlich noch eine Leiter hoch oder so? Ne, muss ich erst, wenn der Wind richtig weht. Lass mich den Wind einstellen. Norden? Norden richtig? Nö. Norden ist nicht richtig. Knapp an der Hauswand vorbeikommt, doch hinter dem Riesenrad noch ein Schalter. Ah, schauen. Ich glaube, dafür müssen wir doch hoch für den Schalter, oder? Nordwesten, Morgi. Okay. Nordwesten. Ups. Da. Nordwesten ist falsch! Südost. Versuchen wir Südosten. Wie wäre es damit? Das ist alles falsch! Eure Vorschläge sind unnütz! Eure Vorschläge sind alle unnütz! Boston. Hm. Was ist jetzt die Richtung? Osten. Westen. Wollt ihr mich verarschen? Ich
Ich habe dich enttäuscht, Borg, so wie meine Eltern. Es tut mir leid. Das ist okay. Meine Erwartungen waren von Anfang an nicht allzu hoch. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Warte, ich muss erst den Schalter finden. Okay, also doch. So, wo war denn der Schalter? War der hier? Ich habe das doch... Das ist so lange her, dass ich das gemacht habe. Wo war denn der Schalter? Wo war denn der Schalter? Eben war er doch noch hier. Bum, bum, bum. Wind nach Norden und der und rechts der Schalter. Rechts ist keine gute rechts ist keine gute Beschreibung, wo der Schalter ist. Absolut keine gute Beschreibung. Hinter dem Gebäude. Muss ich hier entlang? Ja, ja, da muss ich jetzt lang. Ich hab's gefunden. Sind wir bei Demon's Souls oder was soll das? Das wirst du gleich herausfinden. Das kommt drauf an, wie salzig das Commentary jetzt in den nächsten Minuten noch wird. Steht ja salzig. Das ist viel cooler, wenn man es deutsch ausspricht. So. Und Wind muss... Nordwind haben wir gebraucht. Was übrigens fürs Protokoll, das festzuhalten. Mein erster Vorschlag war, dass wir Norden brauchen. Apropos Salt... Er erinnert mich an... Oh, der Lümmel dreht sich. Der dreht sich doch. Das erinnert mich an meine ganz frühen Streams. So, die waren, keine Ahnung. Also, das waren sehr frühe Streams. Keine Ahnung, da hatte ich mit dem YouTube-Kanal gerade erst angefangen. Ich glaube, da hatte ich geile 20 Zuschauer oder so. Da habe ich Ocarina of Time gespielt. Das war... Ich glaube, es war unglaublich schrecklich. Ich meine mich noch zu erinnern, dass damals... Das ist übrigens bis heute noch. Ich habe vor kurzem mal nachgeschaut. Aus der Zeit von... Na, wir machen das jetzt erst noch und dann werde ich ja aufladen gehen. Aus der Zeit von damals, von 2013 oder so, die Metroid Prime Streams. Damals hatte ich keine Capture-Karte oder so, wo ich meine. Das war auf jeden Fall noch früher. Weiß auch gar nicht, welche Metroid Prime Streams. Auf jeden Fall, ja, mal 2013 oder so. Mit nicht Hitbox. Hitbox gab es damals noch gar nicht. Auf Twitch war das. Und das waren damals die Streams, wo am meisten Leute gebannt wurden. Das heißt, auch bis heute kann man ja noch nachschauen. Ich war zuerst beim Terremnikma-Stream dabei. Ich meine noch früher. Auf jeden Fall, diese Streams, ich glaube, da waren meine Zuschauer ungefähr die schrecklichsten, die ich jemals hatte. Denn ich meine mich zu erinnern, dass da... Oh, da gab es einen 1A-Moment. Oh mein Gott, pass auf. Das heißt, es gab einen augenöffnenden Moment. Zum einen wurden da mehr Leute gebannt als... Sei, was ist jetzt? Ich drücke beim Menü in alle Richtungen... Und es passiert nichts. Jetzt, okay. Jetzt muss das sich erst eingefangen. Jetzt passiert wieder was. Jetzt geht's wieder. Weil ich muss das Menü irgendwie erst laden oder so. Das ist seltsam. Ich erinnere mich an die Resident Evil 4 Streams. Es gab Resident Evil 4 Streams. Oh, fantastisch, dass ich das jetzt verkackt habe. Oh, komm schon. Dann kann ich die Geschichte weitererzählen. War jemand schrecklicher als wir? Ich fühle mich geehrt. Treib's nicht zu weit, okay? Treib's nicht zu weit. Auf jeden Fall, da wurden mehr Leute gebannt als... jemals danach oder so. Das heißt, es sind sehr viele Leute aus dem Jahr 2013 gebannt. Ungefähr 90% von allen Leuten, die bei mir gebannt sind, sind von damals. Ich glaube, das muss relativ schrecklich gewesen sein. Und das augenöffnende Ereignis, von dem ich... genau, das augenöffnende Ereignis, von dem ich erzählt habe, war... Ich glaube, das war damals... Es war eine andere Zeit, okay? Da hatte ich... Ich habe keine Ahnung. Irgend so... Ach, oh, fucking fuck. Ich glaube, es war... Ich erinnere mich noch, es war Mario Kart Wii Custom Tracks. Irgend so ein ROM-Hack-Fuck-Teil. Das habe ich gestreamt und dann kam irgendwie bei den Leuten die Frage auf, wie alt sie alle sind. Und dann habe ich festgestellt, dass alle fucking jung waren. Die waren alle irgendwie so 13 oder 14 Jahre alt. Und dann dachte ich mir, was mache ich hier? Das ist allgemein immer so. Das ist auch eine Geschichte, die Wollo immer ganz gerne erzählt. Das ist, man kann das immer schlecht einschätzen. Er hatte mal ein, wo er irgendwie so einen Stream mal geschaut hat, der erzählt hat so von seinen Leuten so von wegen, oh, ihr seid wenigstens eine nette Community, mit euch kann man sich gut unterhalten. Und dann, als Wollo mal, und man merkt auch, dass ihr alle älter seid, oder was Wollo meinte, waren Leute halt im Chat so, was ist euer Lieblings-Pokémon?
Und das ist, das ist ein lustiger Gedanke an sowas. Ist das heute nicht anders? Doch, heute sind die Leute auch noch 13. Aber ich hab's akzeptiert. Man muss die Dinge nur akzeptieren. Und wir haben mehr Zeit, das heißt, wir kommen. Warte, ich wollte eigentlich Rubine haben. Ah ja, das waren die frühen Streaming-Zeiten. Ein Controller ist leer, Mori, das ist mir aufgefallen. Lass mich noch die Flasche mitnehmen. Dann werden wir den gleich aufladen, jede Sekunde. Gut, dass wir beide schon 11 sind. Was mein Lieblings-Pokémon ist, das ist eine gute Frage. Ich brauche Rai. Das sind der Räuber und der Atze. Ich sag's euch, die sind ziemlich stark vertreten im Miiverse Wind Waker Flaschen Metagame. Das erkenne ich ganz eindeutig. Warum schreiben die ganze Zeit? Und wisst ihr was? Ich weigere mich, irgendeine Nachricht von denen zu liken. Die spammen nämlich. Jetzt entschuldige mich, ich muss mein Kabel suchen. Ich glaube, es müsste der PS3 angeschlossen sein. Das machen wir gleich. Gentle Lady 91 hat subscribed. Vielen lieben Dank für die liebliche Subscription. Vielen Dank. Mein Lieblings-Pokémon ist Pikachu. Gute Arbeit. Pikachu ist ein einziger Lieblings-Pokémon. Kann man nicht viel gegen sagen und machen. Man kann wirklich nicht viel gegen machen. Es ist quasi unbesiegbar. Okay, das Kabel ist da. Oh, ich muss echt aufstehen. Oh Gott. Wisst ihr? Ich hätte nicht angefangen zu streamen, wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich dazwischen drin aufstehen muss. Da hätte ich es gleich ganz sein lassen. Wisst ihr das? Okay. Ich habe irgendwas umgeworfen. Das ist okay. Genau zu sein, habe ich einen Hammer umgeworfen. Der da am Boden neben mir liegt, den habe ich als Flaschenöffner verwendet. Ja, ich dachte, das solltet ihr wissen. Yeah! Shit, ich bin quasi wie Kika. Ach, fuck it, Moggy. Fuck it, Moggy. Wann auch immer die 13. Wann auch immer der 13-Jahres-Stream war. Ja. Hey Moggy, endlich sehe ich dich mal live, such deine Videos momentan. Freut mich und hi und willkommen. Und natürlich, ey, Tatsache, dass du subscribed hast, versüßt das Ganze für mich noch ein bisschen. Aber so umgeworfen, ach, egal, relate. Es war ein Hammer, den ich umgeworfen habe. Ich könnte wieder aufstehen, das würde nichts dran ändern, weil er so oder so nichts hier zu suchen hätte eigentlich. Dementsprechend kann er auch umgeworfen da liegen bleiben. Es macht keinen Unterschied. So, fuck, was machen wir jetzt eigentlich als nächstes am besten? Moment, wir haben das 7-Meilen-Segel. Das heißt, wir könnten eigentlich jetzt die Inseln aufsuchen, wo wir den Hammer, nicht den Hammer, so die Eisstiefel und das Armband herbekommen. Suchen wir jetzt nach Tantopia. Wisst ihr, was gerade mir die Stimmung wieder ruiniert? Was mich gerade wieder ein bisschen wütend macht? Ich musste gerade aufstoßen und jetzt habe ich mir den Dönergeschmack im Mund. Und der war entsetzlich. Das macht mich wütend. Kennt ihr das? Wenn ihr aufstoßen müsst, weil ihr, und dann habt ihr den Geschmack wieder im Mund und ihr denkt euch, oh, dieses verdammte Essen. Ich auch nicht. Wollte ich noch anmerken. War die arme Tussi, bei ihr kannst du noch die Flasche bekommen. Ah ja, machen wir später. Machen wir erst den Mini-Dungeon. Weil ich brauche den Bogen noch. Wo ist denn mein Bogen? Oh, da hinten. Oh nein, ist das hier die Eisinsel? Warte, östlich von Tantopia wurde mir gesagt. Stimmt östlich von Tantopia überhaupt? Ich bin mir da gerade ziemlich unsicher. Oh nein, beim Aufstoß wird er den Geschmack im Mund haben. Ja, das macht mich ziemlich wütend. Ich spreche mich nicht mehr darauf an. Auf YouTube ist Morgi doch in Tantopia. Wie weit ist er im Stream? Ich bin ein bisschen weiter im Stream. Insgesamt kam aber nach dem, wo ich gerade bei YouTube aktuell bin. Ja, wobei, da kamen noch ein paar Folgen. Ist halt die Sache, ist immer. Das ist so mit den YouTube-Aufzeichnungen. Da ist immer nicht optimal, wenn man, keine Ahnung, 4 Stunden das Spiel streamt.
Dann kann ich dann eher am Stück 4 Stunden hochladen oder so. Und das hier ist komplett falsch. Das ist eine Fuck-In, sie machen wir nicht. Ich habe keine Putt-Putt-Frucht. Die Eisinsel ist westlich von Tantopia. Verdammt. Eigentlich sagen die ein paar Fische, wo die Inseln zu finden sind. Wir haben keine Zeit für derartige Fische. Vor allem, wenn man dann den Geschmack vom widerlichen Familienessen wieder im Mund bekommt. Ist Familienessen so schlimm bei dir? Üblicherweise geht das immer. Das Essen, das von oder bei der Familie zubereitet wird, hauptsächlich von, ist in der Regel immer besser als alles andere, was ich sonst habe. Dementsprechend ist das in meiner Welt immer ein Pluspunkt. Der Turm der Götter. Welch längliches Ornament, das sich seinen Weg in den Himmel bahnt. Moment, wenn wir schon dabei sind. Menü, lade bitte. Menü. Lade, Menü. Das lädt nicht. Oh, hey. Ich muss dann immer die Schultertaste drücken. Ich brauche ein Segel. Tihi sagt, hat er die Kiste schon geöffnet. Tihi. Dieser Tihi. Ein Schlingel, sage ich euch. Ein Schlingel. Hat er die Kiste schon geöffnet gehabt. Oh, übrigens, wir kommen jetzt zur Eisinsel. Und ich hasse die Eisinsel, falls ihr euch wundert. Ja, shit. Warte, ich weiß, wie wir gut an Geld kommen können. Ich hab da eine crazy Idee. Und die crazy Idee ist folgende. Wir angeln ein bisschen. Und falls ich den legendären Schuh finden sollte oder den Abfall, wäre ich absolut nicht abgeneigt. Ich meine, wir haben ja gehört, dass die Scheiße existieren soll und wir haben das noch nie gesehen. Naja, mir kommt hier mal violette Rubine. Das ist ja was? Wenn wir leuchtende Stellen im Meer sehen, sollte ich die auf jeden Fall jetzt mitnehmen. Wir verkaufen uns den Körper, das versuchen wir später. Aber wenn wir solche leuchtenden Stellen am Boden finden, im Ozean besser gesagt, sollten wir die Scheiße auf jeden Fall mitnehmen. Gute Arbeit. Das funktioniert? Nee. Sollen wir die Scheiße auf jeden Fall mitnehmen, weil da eine Menge Geld drin schlummert. Ach komm schon. Ah, es hat funktioniert. Sehr schön. Wann gibt es eigentlich den Golden Supples bei 6 Monaten? Du meinst den ersten? In 3 Monaten vermutlich. Zumindest, wir sind so weit, dass... Naja, es sind nicht ganz 3 Monate. Müssten 2,5 sein. Bis dann potenziell der erste ihn haben könnte. Vorausgesetzt... vorausgesetzt niemand, zieht seine Subscription zurück bis dahin, beziehungsweise die Leute, die so lange subscribed sind. Wir werden das sehen. Ins Maul des Drachen. Ich musste nicht in das Maul von dem schießen. Das hat auch so funktioniert. Und eine Schatzkarte. Mensch, auf die werde ich einen Blick werfen. Morgi, was wirst du eigentlich nach Majora's Mask Let's Playen? Ich habe absolut keine Ahnung. Und ich bin mir sicher, dass ich noch ungefähr 2 Monate Zeit habe, mir darüber Gedanken zu machen. Majora's Mask, es dauert noch ein bisschen. Mache ich mir nicht allzu große Sorgen darum. Ich bin nicht gut darin, die Musik nachzumachen. Wisst ihr, was das Deprimierendste hier an dieser Insel ist? Eigentlich könnte sie echt schön sein, weil es eine Eisinsel und es schneit. Man sieht es, man denkt sich eigentlich, hey, das könnte eigentlich ziemlich angenehm sein. Und dann ist man hier und man merkt, dass es unglaublich schrecklich ist. In jeder nur erdenklichen Hinsicht. Ja, man kann nicht mal die sicken Drifts hinlegen wie bei Majora's Mask. Und das sind die Punkte. Nein, Link! Mich traurig machen. Mach mich traurig, kleiner... falls ihr nichts dagegen habt, würde ich an dieser Stelle gerne Bullshit callen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber was sollte das? Was sollte das denn? Warum hat er auf einmal aufgehört zu rennen? Das ist doch bescheuert. Holst du alle Masken, Majora's Mask? Ja, will ich eigentlich generell machen. Alle Herzteile glaube ich nicht, weil, naja, dieses ganze 100% machen ist immer ein bisschen sehr viel. Aber alle Masken wollen wir eigentlich schon holen, Majora's Mask, weil das ist eigentlich immer ganz angenehm.
Bloodborne habe ich aktuell nach Slime Rancher geplant. Das ist das Konto von Slime Rancher. Sollte ich mal zu viele Folgen kommen. Allerdings, bevor ich mit Bloodborne anfange, ich werde das noch nicht sofort anfangen, wenn ich anfange es zu spielen, sondern ich werde da wieder, wie bei Dark Souls 3, erstmal ein paar Parts auf Vorrat aufnehmen. Weil, ich meine, es gibt eine Reihe von Spielen, bei denen ich auf keinen Fall gespoilert werden will. Und das sind die Souls-Teile. Das heißt, auch bei Bloodborne, ich will keine Spoiler, das heißt, ich werde erstmal auf Vorrat ein bisschen aufnehmen. Und die Parts werden nicht mehr eine Stunde lang, sondern eine halbe Stunde. Yay! Auch wenn es wahrscheinlich ein 90-Part langes Projekt damit wird. Warum sind die Spiele eigentlich so lang? Zumindest beim ersten Durchspielen. Ja, auch immer. So, versuchen wir jetzt die Scheiße irgendwie hinzubekommen. Und ich weiß, dass ich ein großes Problem haben werde, sollte ich hier runterfallen. Ich weiß nicht, ob ich mich von diesem schweren Stoß erholen... Sag mal, was ist dein Problem, Fledermaus? Was ist dein beschissenes Problem? Komm schon. Sieh sie doch an! Scheiß Fledermaus. Ich will hier echt nicht runterfallen. Ich will das Risiko nicht eingehen. Rutsch schwer runter. Yay! Habt ihr gesehen, wie cool ich mich gedreht habe gerade? Das war eine ziemlich sicke Umdrehung. So, dann könnten wir jetzt theoretisch hier noch in den Keller runtergehen und uns da noch ein paar Ritterwaffen und sowas mitnehmen. Das ist nice, dass ich keinen sehe, der bis jetzt ein Bloodborne-LP gemacht hat. Das haben eigentlich einige gemacht, zum Release halt. Wie bei allen Spielen, die so released werden. Ansonsten glaube ich nicht allzu viele. Das ist übrigens allgemein so eine Sache, die mir vor kurzem mal so auf... Ach shit, das habe ich schon erzählt. Nein, shit, das habe ich schon erzählt. Und zwar die Geschichte, dass ich ungefähr der einzige Arsch bin im deutschen Bereich, der Dark Souls streamt. Also der einzige halbwegs größere. Also wirklich nur halbwegs. Oder beziehungsweise einer, der jetzt halbwegs regelmäßig streamt. Mensch, das ist eine aufregende Geschichte. Mensch, davon willst du mir mehr erzählen, ich weiß. Wir alle. Komm aus dem Eis, meine Schöne. Greif mich an. Ich möchte übrigens mal anmerken, die Kämpfe gegen die Fackviecher sind irgendwie... Das ist auch was, was mit der Zeit relativ eintönig wird, weil man immer nur das Gleiche macht. Man hat sehr wenige Möglichkeiten, um die wirklich zu bekämpfen. Das ist ein bisschen nervig. Zählt Fully nicht, Fully streamt nicht allzu viel Dark Souls. Weiß ich, ob ich ihn zählen lassen würde. Wisst ihr was? Ich lasse ihn aus Prinzip nicht zählen. Mann, ich erinnere mich gerade, dass ich an der Stelle des Öfteren früher immer ganz penibel darauf geachtet habe, alle Gegner hier aufzutauen. Bekommen eine Schatzruhe oder so, wenn man alle aufgetaut hat? Oder ich das wirklich komplett umsonst gemacht habe? Ich glaube, ich wollte das, weil ich die Wappen von ihnen grinden wollte. Ja, wie auch immer. Fully ist nicht groß, der ist nur 1,55. Exakt. Regebeng spielt jeden Donnerstag Dark Souls. Ja, aber er spielt die doch live, was ich mitbekommen habe. Mit live meine ich, wäre blind. So, die Frage, ob er die danach... ich meine halt eher mit Leuten, die es nicht nur einmal streamen, sondern halbwegs regelmäßig. Und nicht nur blind oder was auch immer. Meine, ich habe ganz schön viele Kriterien. Lass mich einfach was Besonderes sein, okay? Mehr verlange ich gar nicht. Okay? Dankeschön. Oh, wir können auch ein paar Rubine auftreiben. Wundervoll. Fully ist kein Mädchen. Fully ist was immer du willst, was die Hübsche ist. Was immer du willst. Man bekommt was dafür. Es. Ich fände mal ein Borderlands LP cool. Nein. Verstehe ich warum. Das sehe ich immer wieder mal. Warum Leute in Let's... Oh, du Orangener. Nice. Warum Leute in Let's Play so zu Borderlands sehen wollen, weil... Ich glaube, dass ihr wisst, das ist, glaube ich, wieder so eine Situation, wo Leute denken, dass sie es wollen. Aber im Endeffekt, sie wissen nicht, dass sie es nicht wirklich wollen. Weil Borderlands Let's Play ist eine schrecklich trockene Sache. Weil im Endeffekt eigentlich hauptsächlich nichts passiert. Ich glaube nicht, dass das eine Sache ist, die wirklich jemand wirklich sehen will. Das ist nur so ein Spiel, man stellt sich vor, dass man das sehen will. Denkt sich so, ja, das wäre echt ganz cool. Und dann ist es da und man will es nicht sehen. Glaub mir, ich habe das oft genug gesehen. Ich habe das oft genug mitbekommen. Ah, ich glaube, ich werde auch Borderlands insgesamt nicht mehr wirklich allzu lange spielen können. Ich mochte damals zu Release Borderlands 1 sehr. Und Borderlands 2 habe ich immer wieder mal angefangen zu spielen, aber
bin nicht wirklich damit warm geworden. Und neuere Teile habe ich mir dann gar nicht mal mehr angeschaut, weil, wie gesagt, ich wurde mit Teil 2 schon gar nicht mehr warm. Ein geiler Fünfer von Sleep Gaming TV. Vielen, vielen Dank. Und auch Grüße an dich, mein Guter. Ich grüße auch an dich. So, und das andere war bei Draconia. Borderlands spielt man mit 3 Freunden, in meinem Fall alleine, wenn man abends nichts anderes hat. In meinem Fall alleine finde ich gut. Ich habe Borderlands 1 damals alleine gespielt, tatsächlich. Oh, wisst ihr, was bei Borderlands 1 der heißeste Scheiß war? Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, das war, ich glaube, Sekorom hieß das damals. Das war dieses eine extrem aggressive Kopierschutzprogramm, welches eigentlich mehr ein Virus als alles andere war. Und das war fucking seltsam. Man musste sich, wenn man Borderlands irgendwie ein zweites Mal auf seinem PC installieren wollte, da musste man sich ein Programm runterladen, womit man dann diese Software irgendwie loswerden konnte. Das war unangenehm. Das war sehr unangenehm. Ja, ich denke, ich will es, weil ich noch keins fand. Ja. Das heißt, weil du keins gefunden hast. Ich bin mir sicher, es gibt das ein oder andere Borderlands Let's Play, wenn man das sehen will. Phew. Yeah. Und die nächste Insel. Nur im Vergleich zu der Eisinsel ist diese hier fucking einfach. Das hätte ich nicht sagen sollen, oder? Das ist wirklich ziemlich einfach. Wir müssen nur den was ein Skillshot war, ein ziemlich guter Shot, oder? Ich habe schon gehofft. Ich habe schon kurz befürchtet, dass es jemandem aufgefallen ist. Aber ich wurde nicht im Stich gelassen. Wundervoll. Auf jeden Fall, diese Insel ist fucking einfach. Wir müssen hochrennen. Da müssen wir in den Vulkan reinhüpfen. Und dann sind wir fertig. Mogi, hast du eigentlich ein Lieblingsspiel? Ja. Aktuell ist mein Lieblingsspiel vermutlich Dark Souls. 1. Keine Ahnung. Das würde wahrscheinlich aktuell mein Lieblingsspiel sein. Ansonsten, andere Spiele, die ich als Spiele, als meine Lieblingsspiele bezeichnen würde, habe ich alle schon eigentlich nicht allzu viel gespielt in letzter Zeit. Keine Ahnung. Die Lieblingsspielfrage ist immer ziemlich schwer. Hallo, kleine Fledermaus. Ich kann die mit dem Greifhaken töten. Achu. Man kann Fledermäuse mit dem Greifhaken töten. Wann wolltet ihr mir das erzählen? Hä? Wann wolltet ihr mir das erzählen? Ihr wusstet es doch. Übrigens, kleiner Trick, wie man die bekämpfen kann. Ich weiß gar nicht, wie verbreitet der ist. Aber wenn man Eispfeil auf das Fackvieh schießt, dann kann man es direkt dazu bringen, dass sich es einrollt. Außerdem kann man auch das hier machen. Hast du es gesehen? Das waren nochmal 2 exotische Wege, wie man diese 1000 Füßer bekämpfen kann. Hätte ich die Scheiße gesehen. Ratchet & Clank 3 über alles. Oh, es erinnert mich daran, dass ich unbedingt mal Ratchet & Clank die Reihe weiterspielen muss. Ich habe von Ratchet & Clank immer noch nur Teil 1 durchgespielt. Der Boomerang ist sehr effektiver als der Greifhaken. Es wundert mich, dass der Greifhaken überhaupt die Fledermäuse bekämpfen kann. Ich habe immer auf A gewartet. Das ist wahrscheinlich nicht verkehrt. Ich mag übrigens den Link mit dem großen Kopf. Wenn man die Kamera richtig hat. Hallo, Volk. Ich habe einen großen Kopf. Mein Rücken tut sehr weh. Ich finde keine Person, die mich liebt, wegen diesem großen Kopf. Ich wünschte, er würde einfach auf den Boden fallen und kaputt gehen. Au. Mein Kopf. Auf nach Präludien, Geld farmen. Wollen wir schon die Monsterinsel machen in Präludien? Könnten wir eigentlich machen, theoretisch. Es ist, glaube ich, nicht verkehrt, wenn wir ein bisschen Bargeld da, dabei haben. Roter Leuenkönig. Zeit für Ratchet Gladiator. Gladiator. Was für ein Ding? Warum sind diese großen Steine überhaupt Köpfe? Warum sollten sie keine Köpfe sein? Ich habe keine Ahnung.
Er könnte seinen Nasenlöcher als Schlafplatz vermieten. Hey. Warte, das ist die falsche Insel. Ich wollte nach Peluja, nicht Portemonnaie, aber wenn wir schon mal da sind, können wir auch die Flasche mitnehmen. Hi, wie geht's euch? Ja, mir geht's gut, Lars. Danke der Nachfrage. Mir geht's gut. Das Ja lässt du bitte als meine Antwort auf die Frage gelten, denn ich werde mich jetzt nicht in Miiverse einloggen und versuchen, mit meinem Controller eine Antwort zu schreiben. Aber mir geht's gut, danke der Nachfrage. Seht ihr? Der Lars war ein Netter, den mag ich. Mit dem kann ich mich identifizieren. Hast du eigentlich vor, dir Hellblade zu kaufen? Oh, ich weiß nicht. Hellblade. Yeah. Ich weiß nicht. Was ich davon gesehen habe, sah eigentlich ganz nett aus, aber es war jetzt nicht unbedingt allzu Souls-like, wie es aussah. Keine Ahnung. Hat jetzt nicht so gut ausgesehen, wie ich finde. Das Kampfsystem war mir ein bisschen zu actionreich. War nicht unbedingt das, was ich sehen wollte. Und ich meine, bei meiner Souls-like-Erfahrung.